Hallo liebe Freunde, Oliver Schirmer hier, ich grüße euch. In diesem Video möchte ich mal gerne kurz darauf eingehen, wie du spielend leicht erstklassige Werbetexte für deine Webseiten oder für Anzeigen etc. erstellen kannst. Oft werde ich von meinen Partnern gefragt, hast du irgendwelche Anzeigen, hast du irgendwelche Vorlagen, die man verwenden kann? Ich persönlich halte allerdings nicht so sehr viel von Vorlagen, weil ja, umso mehr Menschen eine Vorlage verwenden, umso ja, weniger wirkt das Ganze natürlich. Und ja, und ich bin da eher so ein Freund davon, ja, dann den Leuten halt einfach dabei zu helfen, dass sie selbst kreativ werden können und für sich eben Anzeigen erstellen können. Worauf kommt es denn drauf an? Beziehungsweise bevor ich darauf eingehe, werde ich dir dann auch gleich noch ein Tool zeigen, mit dem du das super einfach machen kannst. Aber zunächst mal, worauf kommt es denn an? Ja, wenn du erstklassige Werbetexte erstellen willst, zum einen musst du natürlich erstmal wissen, wer ist denn eigentlich dein Zielkunde? Den solltest du ganz genau kennen. Du solltest also wissen, was sind die Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen etc. Was und vor allen Dingen, wie kannst du dann der Person weiterhelfen? Und wenn du da deine Hausaufgaben dann gemacht hast, dann kannst du nämlich auch in deinen Texten, sei es auf einer Webseite, sei es in einem Werbebrief, in einem Mailing, in einer Werbeanzeige, kannst du dann die Person nämlich bei ihrem Problem eben abholen und ihr zeigen, ja, wie du ihr helfen kannst, das Problem dann zu lösen. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dort immer ja auch ein Stück weit mit Emotionen zu arbeiten und ja, die Leute eben bei ihren Emotionen dann auch zu packen und sie halt, wie gesagt, dann dort abzuholen, wo sie stehen, ja, und ihnen dann halt auch zu zeigen, wie du ihnen dabei helfen kannst, ja, ihr Problem zu lösen oder das Ziel, was sie halt erreichen möchten, dann eben erreichen können. Und ja, und jetzt bin ich, also ich nutze für meine Webseiten etc., nutze ich das Tool Builderall und bin jetzt hier auf eine super coole Funktion gestoßen. Und zwar ist es ein Skriptgenerator. Und den möchte ich dir jetzt einfach mal ganz gerne kurz zeigen, wie der funktioniert, weil hier ist nämlich im Prinzip alles schon drin, was wir brauchen. Und zwar, wenn du ja einen Builderall-Account hast, wenn nicht, kannst du unterhalb des Videos, mache ich dir einen Link rein, kannst du dir einen Builderall-Account erstellen. Und dann loggst du dich ein, gehst hier auf Applikationen und dann findest du hier unten den Bereich Skriptgenerator. Und wenn du hier draufklickst, dann ja, öffnet sich dieser Skriptgenerator. Der ist aktuell noch auf Englisch, aber ist sehr intuitiv zu bedienen, ja, und sehr leicht auch zu bedienen. Und falls du doch Schwierigkeiten mit der englischen Sprache hast, ich glaube zwar, beziehungsweise ich vermute, dass auch hier früher oder später, weil du siehst, hier ist ja auch alles schon auf Deutsch übersetzt, dass das hier auch dann früher oder später folgen wird. Aber falls nicht, spielt gar keine Rolle. Es gibt nämlich bei Google eine tolle Funktion, die nennt sich Übersetzer und damit kannst du super gut auch arbeiten. Okay. Wie funktioniert der Skriptgenerator? Und zwar der Skriptgenerator nimmt dich eben an die Hand, ja. Und ich habe jetzt, es beginnt alles mit deinem Avatar. Und ich habe jetzt für dieses Video hier mal einfach so einen Test-Avatar erstellt. Den habe ich jetzt nicht sorgsam ausgefüllt, sondern ich habe bei vielen Dingen auch einfach nur mal Test und so reingeschrieben, einfach nur, um dir das jetzt hier zu zeigen. Weil, wie gesagt, ich habe die Funktion auch ja sehr neu jetzt erst entdeckt, aber bin super begeistert davon. Und zwar beginnt alles, indem du hier deinen Avatar anlegst. Und der Avatar führt dich im Prinzip durch verschiedene Fragen hindurch. Und das sind sechs Schritte. Und diese sechs Schritte, die stellen dir halt eben Fragen zu deinem Zielkunden, welches Problem du am besten lösen kannst, welche Probleme deine Kunden haben. Ja, du siehst hier zum Beispiel, du kannst dem Avatar hier einen Namen vergeben, in welchem Altersbereich bewegt sich der Zielkunde. Ist er, wen möchtest du ansprechen? Eher Männer, Frauen oder beide? Ja, wie ist der Beziehungsstatus? Wie ist das ja,
Ausbildungslevel etc. rein, welcher Nische ist die Person unterwegs. Dann siehst du hier Pain Point und Fokus zum Beispiel, hier Schmerzpunkt, ja. Ja, welche Probleme hat die Person? Und wie gesagt, wenn du die Fragen so nicht komplett auf Englisch dir herleiten kannst, dann kannst du es einfach hier markieren, kopieren und dann eben hier einsetzen und das Ganze dann auf Deutsch übersetzen lassen. Ja, und dann kannst du die Fragen hier einfach die Antworten hier reinschreiben. Ja, jetzt hier zum Beispiel Test 3. So, und wenn du das... Und hier würde ich dir wirklich empfehlen, das Ganze sorgfältig auszufüllen. Warum? Weil diese Antworten, die du hier reinschreibst, ja, die werden dann auch in deine Skripte übernommen. Ich zeige dir das dann mal kurz an einem Beispiel. So, und jetzt kannst du hier zum Beispiel Skripte generieren lassen. Klicken wir einfach mal drauf. So, und jetzt kannst du hier zuerst deine Nische auswählen. Such dir die Nische aus, wo du am ehesten jetzt zu Hause bist. Ich nehme jetzt einfach hier mal Internet Marketing. Und wenn ich die Nische ausgewählt habe, dann fragt mich jetzt das Programm, okay, welchen Avatar willst du denn hierfür verwenden? Ich habe jetzt hier halt, wie gesagt, mal so einen Test-Avatar hinterlegt und wie gesagt, nicht alle Daten ausgefüllt, in manche einfach nur Test etc. reingeschrieben. Und du könntest jetzt aber auch für verschiedene Zielgruppen eben halt verschiedene Avatare erstellen. Und jetzt ist das Coole an diesem Skriptgenerator, du hast für alles, was du im Online-Marketing brauchst, kannst du dir Skripts erstellen lassen. Du hast hier Advertising-Skripts, Webinar-Skripte, Funnel-Skripte, also es gibt E-Mail-Skripte, ja, es gibt also nichts, was es hier in dem Tool nicht gibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal auf Funnel-Skripts gehen, dann könntest du dir zum Beispiel hier ein Sales-Letter-Skript für deine Webseite erstellen lassen zum Beispiel oder für deine Squeeze-Page, ja, oder für ein E-Book, ja, Giveaway. Jetzt wählen wir einfach mal hier, damit du das siehst, den Sales-Letter-Text aus. Ja, und du siehst, jetzt ist hier im Prinzip dein Sales-Letter komplett fix und fertig. Jetzt halt auf Englisch. Klar, müsstest du jetzt hier kopieren und dann über den Übersetzer dann halt auf Deutsch übersetzen. Aber du siehst hier schon, hier steht zum Beispiel Test 2 drin. Das hatte ich jetzt zum Beispiel in einem... Auf eine Frage habe ich dann einfach Test 2 eingetippt und dieses Programm bringt dann im Prinzip diese Platzhalter dann dort ein, ja, so dass du im Prinzip hier auch diese 10.000 Euro pro Monat habe ich jetzt auf eine Frage dann beantwortet, ja, und das wird dann automatisch hier eingesetzt und so kannst du jetzt im Prinzip einfach das Ganze kopieren auf deine Webseite, also erst dann halt übersetzen, ja, dann nochmal vielleicht eventuell ein bisschen anpassen, weil die Übersetzer, ja, das übersetzt halt manchmal nicht, ja, ich sag mal in eine Grammatik, die du sofort so verwenden kannst, sondern musst es dann vielleicht noch ein kleines bisschen bearbeiten, aber du hast eine super Vorgabe, du kannst dich super daran orientieren, du kannst es dann noch ein bisschen auf dich und deine Bedürfnisse anpassen, aber du hast im Prinzip schon mal ein Gerüst, mit dem du ja arbeiten kannst. Lass uns mal noch was anderes anschauen, gehen wir einfach mal hier auf wieder auf Generate Script. So, dauert jetzt ein bisschen. So, haben wir hier. Na? So, Generate Script. Jetzt nehmen wir einfach mal hier wieder, bleiben wir einfach mal bei Internet Marketing. Den Avatar lassen wir auch jetzt mal so wieder. Und jetzt können wir hier zum Beispiel noch auf Advertising Scripts gehen. Und jetzt siehst du hier verschiedene Anzeigen, ja, Skripte, PPC-Ads, Facebook-Ad-Skript, ja, wenn wir jetzt hier einfach mal draufklicken, dann bekommst du eine fix und fertige Werbeanzeige, in dem Fall eben für Facebook-Ads, ja, siehst hier verschiedene Werbeanzeigen, die du dann eben für dich dann auch wieder einfach herauskopieren kannst, übersetzen kannst und und hast somit eine Werbeanzeige relativ schnell erstellt. Schauen wir uns noch ein drittes an. Zum Beispiel hier E-Mail-Scripts.
So, und jetzt hast du hier verschiedene Arten von E-Mail, Cold Prospecting, E-Mail. Ja, klicken wir einfach die mal hier an. Und so, jetzt kommt gerade hier noch unsere Katze dazu. Falls du das hörst, sehr witzig. Will auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, okay. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel die, die E-Mail, ja, Cold Prospecting E-Mail, einfach auch hier wieder kopieren. Und jetzt siehst du hier diese ganzen Daten. Das wird alles über die Platzhalter dann eben abgefragt oder hier über den Avatar wird es abgefragt und wird dann auch automatisch in die E-Mails ja, hinterlegt. Also, wie ich finde, richtig cooles Tool, ja. Und ja, finde ich klasse. Ja, diesen Skriptgenerator spart super viel Zeit. Und ja, wenn du ja ebenfalls zum Beispiel das Ganze hier nutzen willst, dann Builderall gibt es in verschiedenen Preiskategorien. Ich mache dir den Link einfach unterhalb in die Shownotes rein. Du hast mit Builderall halt ein All-in-One-Tool, wo du nicht nur deine Webseiten erstellen kannst. Du hast auch ein E-Mail-Marketing Autoresponder hinterlegt. Ja, also ein wirklich tolles E-Mail-Tool. Ja, du siehst, du hast hier super viele ja, Funktionen, ja, du hast hier sogar eine Website-Clickmap, wo man dann schauen kann, wo am meisten geklickt wird, also richtig cool und das, wie gesagt, gibt es in drei Paketen, einmal für 9 Euro monatlich, dann für, ich glaube, 27 Euro monatlich knapp und einmal das Business, wo du das Ganze dann auch dann halt wiederum weiter vermarkten kannst, mit zusätzlichem Webinar-Tool etc., das ist das Paket, was auch ich habe. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, verschaff dir da gerne einen Überblick drüber, aber wenn du mit diesem Tool arbeitest, dann wirst du kein anderes Tool ja, mehr brauchen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Ganze war jetzt für dich auch wieder hilfreich. Wenn dem so ist, gib mir einfach einen Daumen hoch oder ja, schreib mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.